So, liebe Fußballfreunde, willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Und zwar vom Allerfeinsten. Schauen wir mal, dass wir heute einen großen Sprung nach vorne machen. Ich bin gespannt, was ansteht. Ihr seht, mit den Verkäufen von Becker und Wahl, sowie die diversen Leihangebote, sind wir gescheitert. Naja, gut, stecken wir nicht drin. Wir gucken mal, dass wir die Geschichte mit Kirchhoff erstmal unter Dach und Fach bekommen, ganz wichtig. Und dann Hamburger SV vor Millionentransfer. Sie wollen wieder bei uns wildern, das ist typisch. Regelmäßig grüßt das Hamburg-Tier. Nun schauen wir doch mal, was für ein Angebot sie da raushauen. 16 Millionen habe ich gesagt, gehe ich mit. Alles drunter ist für mich, nicht relevant. 10 Millionen ist zu wenig für Wirt. Nicht aus unserer Position. Was ist denn jetzt los? Sag mal, geht's ihm denn zu gut? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute. Marktwert 2,6 Millionen, das haben wir hinter uns. Das Gehalt ist halt heftig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde schon ganz gerne mal Geld in die Hand nehmen, was das angeht. Gerade weil wir vielleicht auch das ein oder andere Grundgehalt von dem einen oder anderen Spieler noch ein bisschen anheben wollen und wir uns einmal wiederfinden wollen. Wir brauchen diesen Rundumfaktor da in dem Bereich, brauchen wir schon, so einen erfahrenen Spieler wie Kirchhoff. Acht, Führungsqualität, das ist einfach auch Geld wert und er ist erst 28, ne? Ist noch nicht so alt. Du bist Stammspieler. Wem das gefällt, 2,1 Millionen. Puh. Wir gehen langsam nach oben. Weitere Transfers habe ich ja keine vor. Oh, schön, haben wir das geschafft. Das erste Trainingslager ist rum. Es wäre toll, wenn es jetzt klappen würde mit Angebot abgelehnt. Habe ich eben gelesen. Achso, wahrscheinlich ein neues, ne? So, auslaufende Verträge. Machen wir gleich Sponsorenangebot. Viel wichtiger. Hoho. BP. Da kenne ich einen guten Witz. Einen guten Tankstellenwitz. Ich weiß nicht, ich habe da früher mehr drüber gelacht als heute, weil ich den Witz schon kenne und weil einfach heutzutage so normale Witze nicht mehr witzig sind, sondern die müssen ja mal krasser sein. Der Witz geht folgendermaßen. Und zwar bekommen ja jetzt alle Tankstellen-Mitarbeiter neue Namen. Die Aralisten in Zukunft, sowie die Shell-Listen, ne, oder die SO-Isten. Nur bei BP ist das irgendwie blöd, weil dann würden sie ja heißen die BP-Pisten. Ich finde ihn immer noch witzig, aber keine Ahnung, warum. Naja, gut, muss man, glaube ich, auch mit einem Lächeln aufstehen morgens, um den zu verstehen. wie sieht's denn aus? Komm, unterschreiben, alles klar, 340.000 für ein Jahr, ist in Ordnung, Premium-Sponsor in der Größenordnung, finde ich. Da haben wir noch ein Angebot von EA Sports selber, schön. Summe, das war nicht so schlecht, ne? 33 hatten wir, glaube ich, zuletzt, ne? Das war das für Ruhe. Summe erhöhen, Laufzeit senken, Anzahl erhöhen. Alles klar, komm, 35 dürfte Premium-Sponsor sein. Jupp. Sehr schön. Ansonsten, alle Trainingsziele erreicht. Jupp. Um 5 erhöhen. Leidig verbessert, um 2 Punkte. Spürbar positiven Einfluss auf Christoph Leidig. Sehr schön. Standesgemäße Vorstellung. Trouet auf Transferliste gesetzt. Ach, halt mich fest. Ach, guck mal, was der wert ist. Ach, seid ihr Trouet. Für 1,8. Ihr Schweine. Ihr Schweinehunde, dreckigen. Oh, den hätte ich jetzt gern noch, ne? Den Innenverteidiger. 70 hat er schon. Guck mal, mit 19. Ach, schnell weg, bevor man nervös wird. Kolper-Trainingsziel erreicht. Da gucke ich dann nochmal ein bisschen im Detail nach. Fernschüsse, okay. Eine 71 ist ja auch nicht so, ne, weltbewegend, aber passt. Hier, Schnelligkeit. Das können wir ein bisschen hochziehen. Ja, der Rest passt. In Ordnung.
Mal gucken, wie das weitergeht mit dem guten Kolb, ne? Dass wir da nicht so schlecht sind, verstehe ich nicht. Offensives Stellungsspiel. Kann man das nicht auch trainieren? Offensives, nee, kann man einfach nicht trainieren. Das ist schade. Wäre schön. So. Ein bisschen Gespräche sollten wir auch noch mal führen, ne? Zwischendrin ab und zu. Was hat denn der Deli erreicht? Lange Pässe. Ach, guck mal, der ist schon komplett durch. Der ist schon komplett durch. Ich hätte da ganz gerne die Schnelligkeit nochmal. Geht das noch mit 24? Klar geht das noch. Nämlich da dann nur eine 68. Ja, das ist schon ganz schlecht. Als Außenspieler, ne? Als Flügelspieler. Das ist schon schlecht. Gut. Komm, Digga. Da geht noch ein bisschen was. Gib im Training alles, würde ich sagen. Hau rein. Da ist noch viel Luft nach oben. Da kann es einen drauf lassen. 5 Millionen wert. Wirt hat Trainingsziel erreicht. 2 Stück gleich. Oh, den können wir nicht verkaufen, Leute. Also bei aller Liebe. Ich weiß, ihr wollt ihn loswerden. Ich weiß, ihr sagt, ah, bitte verkauf Wirt. Er sieht immer so gelangweilt aus. Ich weiß, dass ihr ihn nicht toll findet. Aber da muss ich mich einfach mal durchsetzen jetzt. Das wäre schade drum, so einen Spieler abzugeben. So eine Identifikationsfigur. Vor allem so früh. Richtig reinhängen will er sich. Bleib's gefälligst hier. Trainingslager beendet in Granada mit der ersten Mannschaft. Kluge feilt am Fuß. Drexler überzeugt im Training. Und Milosevic, den hatten wir mal im Fokus, aber das ist ja auch Geschichte. So. Hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich weiß nicht was. muss ich jetzt durch. So, bald kommt das zweite Trainingslager. Ich hoffe, der Kirchhoff macht sich mal langsam ran. So, Forderung 16 Millionen, da steht's. Forderung stellen ohne Kompromisse. Bewegt euch oder lasst es bleiben. Ansonsten ist das hier die Thematik beendet. Das, die Gespräche. Ich weiß, es ist weit über Wert und die werden nicht mitgehen. Also laut normal, nach den normalen FM-Mechaniken sollten sie eigentlich ablehnen. Troué, das ist schon traurig. Trainingslager beendet. Ja, wir haben nicht so viel Geld, ne? Dann müsst ihr 10 Millionen hinlegen für 7,5. Zenit St. Petersburg, mach keinen Scheiß. Geh nicht dahin, nur wegen mir Geld. Bringt man jetzt stärker? Oh, Datenbank aktualisiert. Hi. Benjamin Rauch, Innenverteidiger. 19. Sprachgebunden und weite Einwürfe. Oh, weite Einwürfe, was ist das für eine Charaktereigenschaft? Hä? Weite Einwürfe, also bitte. Geht's noch? Hallo? So, Rüdiger mit einer 70 am Start. Schön. Wie gesagt, Leidig und Rüdiger, beides Ersatzkräfte. Wo man sagen würde jetzt hier, oh, sie stellen da Rüdiger auf. Stell mal den Rüdiger auf, ja? Kommt noch, abwarten. So, für Seidel auf jeden Fall. Spannend, ne? Würde ich sagen. Marienberg hoffe ich, dass er das linke Mittelfeld-Geschichte auf die Kette kriegt schnell, denn da hat er nur eine 62. Identisch, perfekt. Boah, wie der abgeht. Wie der abgeht. Du bist jung, um lange. Du bist zu jung, um lange auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, ich muss dich verleihen. Nee, Blödsinn. In die zweite Mannschaft schicken wir ihn hier. Nee. Nee. Gib im Training alles. Da wäre das mit dem Verleihen. Gib im Training alles. Gib alles. Richtig reinhängen. Genau. Tobi. Brauch noch Spielerbilder, ich weiß. Aber mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Das passt. Im groben Überblick ist das in Ordnung. Oh, die zweite Mannschaft ist so voll gepackt. Ja, wir werden noch ein paar Jungs hochziehen. Oder, ja, guck mal, wir haben viele Spieler, ne? Wir haben echt viele Spieler. Die B-Jugend muss noch ein bisschen aufgeballert werden. Die ist jetzt nicht mehr so pralle wie in den letzten Jahren.
Wir haben das gewonnen hier. Achso, Spiel um Platz 3. Uruguay, Italien. Italien gewinnt. U20-Weltmeisterschaft. Ne, da haben wir nichts zu suchen, ne? Die Griechen! Wieder mal, die Griechen. Ist da ein Kieler dabei? Ja, Katsetis, da unten. Europameister, zumindest U20-Europameister. Was? U23. Achso, hier, das wäre die Mannschaft, ne? Haben wir da einen? Wir hatten noch mal so viele Griechen am Start. Da! Kotsoulis! Kotsoulis, Fußballgott! Ist der jetzt da dabei? U20, ja. Ja, U20, da muss der Kotsoulis doch hier drin sein im Team. Kotsoulis wird U20-Europameister. Weltmeister, oder was war das? Weltmeister, muss ja, Brasilien war ja dabei. So, Trainingslager, Holstein-Kiel, die zweite Runde. Ich würde sagen, Taktik, oder? Mal ein bisschen hier, wir haben jetzt viel immer in den einen Bereich gemacht. Da würde ich gerne hier lange Pässe, kurze Pässe ein bisschen aufbauen. 6. Ansonsten überall die 4 reinschnattern. Teamwork. A und O. Wenn man nach Griechenland fährt. Aber dann feiern wir ja ab, wenn die jetzt gewinnen. Die Griechen. So, Schöbel, Angebot. 1,5 Millionen von FC Reading. Oh, was ist das denn jetzt? Was ist denn der Wert, der Schöbel? Hat noch kein Spiel mit uns gemacht, ne? 1 Million ist er wert. Ja, das ist geil. Egelkraut wechselt zu Goslar, perfekt. Ab heute erste Mannschaft, neue Sponsorenangebote in der Pyramide. Ach Gott, der Schöbel. Das ging jetzt aber zügig, ne? Verhandeln, Ja, Laufzeit senken, Summe erhöhen. Was willst du uns anderes machen? Unterschreiben und durch ist, ne? Einen Platz haben wir noch, Leute. Ansonsten haben wir hier bei der Bande Ikea 12 Plätze. Hast du für uns 12 Plätze? Anzahl erhöhen. Laufzeit senken, Summe erhöhen. Nee, ist mir zu wenig. Wir haben 33 bei den anderen gekriegt. Da muss auch noch so ein Angebot reinkommen, nicht hier so ein Mittelangebot. Hallo? So aber nicht mit uns. Das ist krass, ne? Hani Mukta. Den haben wir doch auch schon auf dem Fokus gehabt, den Mukta. Aber da haben wir jetzt Molly am Start. Und guck mal, der Wert auch, ne? Ist ziemlich teuer. Da haben wir, wie gesagt, wir haben so viele Spieler. Also das ist gar kein Problem, da auszutauschen oder auszuwechseln. Also Schöbel wäre jetzt natürlich ein bisschen schade drum. Aber 1,5 Millionen für einen U23-Spieler. Da wird höchstwahrscheinlich auch mehr kriegen. Mehr gehen bei ihm, aber dann ist das ja auch kein Problem. Dann holen wir eben den Klamit nach oben. Hat zwar wohl nur eine 55, aber was willst du machen, ne? Dann holen wir den Klamit hoch. Klar. Nee, verkaufe ich, ist in Ordnung. 1,5 Millionen kann man gebrauchen. Ihr seht, in manchen Bereichen sind wir schon wieder bei Baukosten zum Beispiel. Da müssen wir uns erweitern etc. pp. Ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Das passt. Was ist denn unsere Mannschaft eigentlich wert? 55 Millionen. Boah. Ist aber echt ordentlich, ne? Da sind wir gut aufgestellt. Der beste Hoffenheimer ist ein Ex-Holsteiner. 25 bloß. Aachen. Hannovers bester. Dost. Haben sie den Ding noch? Nee. Die haben den, Innenverteidiger verkauft. Wie hieß er gleich? Mancini. Ajo! Zu Neapel für 12 Millionen. Oh, wo unsere Jungs überall rumpeitschen. Hammerhart, oder? Leute? Mancini. Passt aber super, der Transfer, oder? Als Deutsch-Italiener. Aber wir haben alles bereitet. Wir haben alles vorbereitet. Von Florenz ging er ablösefrei zu Troisdorf. Das war eine Karriere, oder? Von hinten nach vorne. Echt hammerhart, ey. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Ja, schön. So ist das. Deswegen verkaufen wir auch nicht mal unter Wert. Gut, Schöbel ist, finde ich, klasse. Schöbel finde ich klasse. Die Griechen gewinnen das Finale. Die Griechen sind U20-Weltmeister. Ach, Gottes Willen. Ah, ja, ja, ja. Ja, alles klar, ne? Wir sind gerade in Griechenland. Dann feiern wir ja ordentlich ab. So, 10,5 Millionen fordern. Fordern wir. Jetzt wird spannend, ne, was noch passiert. Kutepov auf Transferliste gesetzt, haben wir gesehen. Aber ist für uns ja nicht interessant. Wir bilden lieber unsere Jungs aus. Angebot für Wirt abgelehnt, alles klar. Keine Verhandlungen mit S. Greifswald über Wirt. Was ist das denn für ein Quatsch? Was? Was? Greifswald? Forderung stellen. Ein bisschen was fordern können wir. 1,9 stand da, Forderung. Gucken wir mal, ein bisschen was. Mukta, Transferliste, Scout, Kutepov, Datenbank aktualisiert, Jugendspieler erreichen Trainingsziele. Wird abgelehnt, sofort, automatisch. Schal, fällt am schwachen Fuß, Trainingslager beendet. Okay. Sören Risom als Torwart auf der Transferliste. Von Nordsjælland. Oben in Dänemark. Naja, da ist er, ne? Der, ne? Der Frederik Ronhoff. Aber wer soll das sein? Ach, nö, nö, nö. Das ist ja gar nicht gewesen, sondern Risom. Eine 60, nö. Nö, wie gesagt, wir sind ja, wir bilden ja aus unseren eigenen Reihen aus. Die europäische oder die norddeutsche Instanz für Nachwuchsspieler. Okay. Was ist denn jetzt mit dem Kirchhoff? Da fehlt doch noch eine Idee, ne? Oder? Wie seht ihr das? Also ich sehe das so, dass da noch was fehlt. Mal eine Information oder sowas. Lukas Höfling hat Trainingsziel erreicht. Ja, mach mal da weiter, das ist in Ordnung. Zweite Mannschaft, Form verbessert, Wahl, Schäfer, Iwina. Sag mal, sind das jetzt, ist das beendet, die Transferverhandlungen? Hätten wir da ein bisschen mehr geben müssen? Ich habe das irgendwo, habe ich gelesen, abgelehnt, aber... Tatsache. Scheiße. Scheiße. Jan Kirchhoff. Pff, fuck. Fuck, fuck. Und ich habe schon 2,1 Millionen geboten. Sag mal, geht's denn noch? Das wäre... Guck mal, das wäre dann schon das... Naja, das Doppelte wäre es nicht, wie wird, aber... Deutlich mehr. Was machen wir denn jetzt? Finden wir nochmal so einen mit so einer, Geschichte hier? 1934 Stärke, Shit. Moment, Mittelfeldspieler. Einfach mal, müssen nicht unbedingt Sechser sein. Maximal 2,5 Millionen habe ich angegeben, Marktwert. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Ich hätte ja schon ganz gern Deutsch. Einfach wegen dem... Wegen der Sprachbarriere, ne? Wenn du so einen Kapitän reinholst, der kein Deutsch kann, wie soll denn der Kapitän sein? RB Leipzig, das Szene, guck ich gerade mal. Alemannia Aachen, der Brasilianer Tinga, das ist doch. Skondas Fontas, Schakalai da unten. Aiden, Renz van Aiden. Malangu. Der ist schon Schwede, der Albin Ekdal, der war auch schon 30. Ich guck mal, aber jüngere, aber guck mal. Ja, gut, Führungsqualität 7. Ciro. Michal Ciro von Warschau aus dem Pole. Ist nicht verletzt, sondern hat eine Spielsperre. Führungsqualität 7, aber Flügelspieler, das hat keinen Wert. Tinga von Aachen. Was kann der denn so?
Portugiesisch-Deutsch, 28. Wäre die gleiche Geschichte. Hat aber auch dieses Jahr noch Geburtstag. Wird schon 29. Spielmacher. Gehalt auch 2,1 Millionen. Ach, shit. Sag's euch, echt. Macht mich wahnsinnig wieder mal. 5 Millionen. Sechser. Manchester City. Ndinga. Ja. Mal durch, gucken wir durch hier. Andil Jali. Englisch, Griechisch. Serbisch, Italienisch. Oh, Delvin Dinga. No, Holländisch. Was? Holländisch? Krass, wusste ich jetzt auch nicht. Aber 31, ne, das ist dann auch. Und eine 69 ist auch keine Verstärkung. Gülselmann. Maniatis. Die müssen auch ein bisschen stärker sein. 70 ist das, haben wir doch schon. Polanski, den mag ich zwar, aber. Shit. Suchkriterien. Jetzt wird's teuer. Ach, Idiot. Hätte man vielleicht mal gleich 5 Millionen bieten sollen, oder was? Das ist ärgerlich, ne? Das ist super ärgerlich. Mach mal jetzt. Shit. Ah, so einen kriegen wir halt nicht mehr, ne? Wie sieht's denn hier aus? Oh, die haben schon, guck mal, mit 21 hat der schon eine 5. Was ist mit dem los? Chelsea. Chelsea, 21. Eine 5 schon. Dafür taktisches Verständnis wie ein großer, ne? Mike Kiene, professionell. Marktwert 3,3. Von wo kam denn der? Von Gladbach. Boah, 5 Millionen Ablöse. Haben sie bezahlt. Und Gladbach damals 6 Millionen. Ausbildungsverein des Bayern München. hammerhart, ey. Ey, der hat schon eine 5 in Führungsqualität. Marcel Sachs hat auch eine 5. 24. Von Mainz. Mediengewandt. Publikumsliebling. Extrovertiert. 67. Ah, 67 ist das auch nicht so. Und dafür ein schlechtes taktisches Verständnis. Oder ein durchschnittliches, muss man sagen. Hoxha. Geht gar nicht. Winter. Der Leitner, haben wir den nicht auch gewollt? Aber das ist mehr Spielmacher, ne? Der ist zu... Mir ist er als Sechser zu klein, wenn ich ehrlich bin. Obwohl man sagt jetzt, jo, Lahm ist auch ein Sechser, aber nee, das sehe ich irgendwie anders, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich wollte ihn ja als offensiven Mittelfeldspieler haben, der Leitner. Hatte ja auch nicht geklappt damals. Und jetzt ist er bei Vitesse Arnheim. Ist das seine Lösung jetzt? Nee, wir haben zu viele im OM, Leute. Das macht keinen Sinn. Und als, ich sehe ihn auch nicht als starken Sechser. Cigerci von Rapid Wien. Das könnte natürlich höher sein. Man weiß es halt noch nicht genau wegen der Stufe. 5 von 10, 1,85, schon eine ordentliche Größe. Ist eigentlich eine Top-Sportlergröße, ne? Ist sogar in der türkischen Nationalmannschaft. Manndeckung. Spielmacher, Tolga. Ja, weiß halt auch nicht genau. Aber schon 27, ne, weißt du? Der Rode. Noch bei Hannover, den müssten wir den mal wegkaufen, ey. Der hat eine 6, aber... Janschke. Leroy Fair bei Mainz unter Vertrag. Bakary Saré. Und da haben wir Taiwo, Tom Taiwo. De Xavier, La Gla Xavier Guasi. Ist auch klasse, ne, von den Werten. Wenn der jetzt eine 21 hätte, würde ich den sofort kaufen. Also vom Alter her, ne. Matuschik, 30. Jetzt geht's los, jetzt werden sie alt. Also,
Leute, dann nehmen wir Geld in die Hand. Dann nehmen wir ein wenig Geld in die Hand. Leihgebühr. Gehaltsübernahme. Die würde gerne nach Kiel ziehen. Ich glaube nicht, dass die Olle gerne von London nach Kiel zieht. Bei Bewertung des Spielers. Seine Ehefrau würde gerne in eine andere Stadt ziehen. Mit 21. Warum hat er schon geheiratet? Was ist mit denen denn los? Der Verein möchte, dass der Spieler Matchpraxis sammelt. Ja. Ja. Ist interessant, ne? Aber die Frage ist, können wir uns dann den Kauf leisten, ne, wenn es dann am Ende ist? Dann setzen wir ihn viel ein. Ja, und dann müssen wir am Ende 10 Millionen bezahlen, ne? Ablöse. Wie lange geht sein Vertrag? 21. Mike Keane. Das wäre eine geile Story, ne? Von Chelsea ausgeliehen, aber was kannst du dann anbieten? Er ist ja jetzt schon 3,2 Millionen wert. Oder wir lassen ihn einfach nicht spielen. Bauen ihn ab, stellen ihn bei uns in die zweite Mannschaft und kaufen ihn dann für billig Geld. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen tricky. Aber will ich einen Spieler von einem anderen Verein ausleihen, ihn dann pushen in der Bundesliga und dann am Ende steht er da mit 10 Millionen Marktwert und ja, was machen wir dann? Das ist doch Blödsinn. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Scheiße. Ich will ihn kaufen. Ja, nur Laie möglich. Der ist aber gut. Den behalte ich auf jeden Fall im Fokus. Der geht schon mal steil bei Chelsea. Ansonsten bloß der Sachs hier noch, der Marcel, 24, 67. Hohen Marktwert. Boah. Irgendwie schade. Aber was willst du machen? Wir gehen mal weiter. Was willst du machen? Kirchhoff, du Arloch. Ich probier's nochmal mit Kirchhoff. Vielleicht geht es noch in einer Woche nochmal. Oder in zwei. Oder geht es jetzt den ganzen Sommer nicht mehr? Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Was ist denn da los? Boah, der Tutscher geht ja steil. Er hat nur 30.000 Marktwert. Was ist denn hier? Sabidor. Metin. Tutscher, Mai. Masching. Leverkusen hat gewonnen, ja. Slowene. Salbidor. Marktwert. Kann Ball halten. Oh. Der wäre geil, ne? Das wäre perfekt für uns. Das ist ein geiler Stürmer. Aber ja, das ist ja abwegig hier, oder? Bei einem weiteren Verein vorliegen. Nochmal ein paar Tagen versuchen, ja. Vergiss es. Kriegen wir im Leben nicht. Ich guck mal. Also dann müssen wir schauen, dass wir, haben wir in den eigenen Reihen einen Sechser, ansonsten gucke ich mal in den Jugendabteilungen irgendwo. Jo, 1,6. Schöbel darf dann gehen. Dann gucke ich in den Jugendabteilungen und finde dann da einen Sechser. Wir haben ja noch zwei. Wir haben ja Seidel und Neustädter da, das ist ja in Ordnung. Dann suchen wir uns, dann suchen wir in den Jugendabteilungen vielleicht ein tolles Talent, was wir dann fördern können. Wir haben jetzt leider kein eigenes, was ich bis jetzt gesehen habe. So, Jahreshauptversammlung, Leute. Nimm mal einen Schluck Saft. Schauen wir mal. Und zwar, wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Ich habe gesagt, Europa, wir kommen. Aggressiv. Ihr Präsident spricht von einem guten Jahr. Dann kündigt er eine Überraschung an. Er habe heute den Vertrag mit Mats Möller-Deli um 2 Jahre verlängert. Ja, oder klatschen mal. Und neutral. Ein Fan fragt, ob sie wie er ihren Sturm auch für ausreichend wie er. Neutral. Alles klar, alle finden es toll. War super geiler Abend, ne? Guck mal, was hier abging. Achso, ist noch was.
weist der Bus darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei. Denken Sie das auch? Starke Ablehnung. So. Aber warum? Wegen der Jahreshauptversammlung ist alles hier Tutti Paletti? Na, Mahlzeit. Jetzt gucken wir mal, dass wir... Ich bin so ein bisschen traurig wegen Kirchhoff, Leute, muss ich echt sagen. Kirchhoff und der Chelsea-Boy, den kriegen wir auch nicht an den Start. Also, das kannst du knicken. Er wird... Hier geht er. Oh, wir kriegen nochmal 60.000 dafür. Haben sie ihn verkauft. So, wird es gescheitert? Jo. Schöbel angenommen. Die Scouting-Berichte. Moment. Ich suche uns dann halt einen talentierten Sechser. Dann formen wir den uns selber zurecht. Oh, hier, Dortmund. Den haben wir doch gerade gesagt. Den haben wir doch gerade gesehen. Ist der jetzt zu Dortmund gewechselt? War das nicht der von eben? Von Leverkusen? Ah, jo. Sag ich doch. 4.8. ist er gewechselt. Wir gucken kurz in unseren Reihen. Finden wir einen Sechser, den wir aufbauen können? Zweite Mannschaft. Drexler, 16 Jahre alt, 3 Sterne, 57. Und dann erst wieder Wahl. In Ordnung. Wie sieht's aus in der A-Jugend? Reuter. Hey, wir haben nichts da. Özcan. Sefer Özcan mit 3 Sterntalente. Schwierig. Schwierig. Heinicke, wir haben auch nichts. B-Jugend. Kaufmann. Oh, hier wurde aufgefüllt, Leute. Da muss ich mal die Untalentierten rausschmeißen. Da kann ich mich dann wieder ransetzen und ein bisschen Namen eintragen. Piller. Heißt Piller. Nicht Puller, er heißt Piller. Kalu Vitarana. Wo kommt denn der her? Sri Lanka, Alter. So, warum sind denn die Leute ran hier? Hammerhart, oder? So. Kulka. Kulka. Warum sagt denn keiner was? Warum sagt denn keiner was, dass wir den Kulka da haben? Als Sechser. Vertragsverhandlungen, 120.000 aktuelle Saison, erste Mannschaft, 4 Jahre, Angebot unterbreiten. Mann! Es sagt aber auch keiner was, dass er mal klingelt, hier klopft. Bergi, hallo, ich wollte mal kurz Bescheid sagen. Da in der zweiten Jugendmannschaft, B-Jugend. Da geht's steil. So, also, dann haben wir das doch auch. Die Stimmung geht wieder bergauf. Wunderbar, wunderbar. Da haben wir doch unseren Jugendboy. Da haben wir da jetzt schon richtig... ich wollte nämlich ganz gerne dieses Jahr noch ein paar junge Kerle reinpacken in die Jugendmannschaft. Also in die... Zumindest in die Reserve oder auf die Bank, dass wir sie einwechseln können, ne? Haben wir ja gut gemacht. Wir haben Marienberg, wir haben Dosson. Noch Schöbel, aber der geht... Da holen wir dann den Ding hoch, sobald Schöbel weg ist, holen wir ja den anderen Freund hoch aus Dänemark hier, unseren Klamit. Auf den freue ich mich auch schon. Freue mich über alle Spiele, auch Schöbel hätte ich mich gefreut dieses Jahr, aber das Angebot ist einfach gut von Reading. Und dann müssen wir auch zuschlagen, dann müssen wir zupacken. Es ist in Ordnung. Ich weiß, einer hat gesagt, oh bitte Enzo Zidane verpflichten, aber ja, er wollte nicht. Frische. Ja, Frische geht runter, der Rest geht überall hoch. Sehr schön. Das läuft bei den Jungs. Da ist er. Ich eben noch angekündigt. Da ist er schon dahin. Der Schöbel. Mach's gut, Digga. Super Arbeit geleistet in der zweiten Mannschaft. Den Sprung geschafft in die erste. Wäre kurz davor gewesen, jetzt hier in der Bundesliga Einsätze zu sammeln. Er hat sich dann dafür entschieden, zu Reading zu gehen, ne? Gut. Akzeptieren wir natürlich. Das akzeptieren wir selbstverständlich. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, mit ihm dann da die Saison zu spielen. Aber das müssen wir. Da müssen wir einfach durch. Das sind wir, wie gesagt, Ausbildungsverein, ne? So, gegen die Greifswalder spielen wir dann auswärts. Oh, der Wirt ist verletzt. Das wird ja jetzt richtig spannend gleich zum Start ab. Marienberg kriegt sofort seinen Einsatz. Hammerhart.
Ansonsten hier natürlich stärketechnisch einwechseln, ne? Ach, die Bank ist sogar größer, da können wir noch einen reinsetzen. Na dann hier. Marienberg, ja, Spielerbilder organisiere ich, Leute. Gar keine Frage. So, wie lange ist denn der jetzt verletzt? Reading. Trainingslager beendet, Restaurantbesuch und wird 9 Tage, alles klar. Josipovic auf Transferliste gesetzt. Den hat man uns aber auch Stürmer, nee, das hat keinen Wert. So, dann ab in die zweite Mannschaft, Klamit. Das wird ja spannend dieses Jahr, ne, wie die sich entwickeln. In die erste Mannschaft verschieben, dauerhaft. Und zack, ist da wieder Platz. Jetzt haben wir 2 neue Stürmer da. Zeberius und Höfling. Ja, hat ein bisschen abgebaut, ne, an großen Talenten die Mannschaft. Ach, Montebello steht ja auch noch zur Disposition. Können wir ja auch noch bringen. So, Klamit, wie gesagt, die jungen Talente rein für Einsatzzeiten. Kassian, oh nee, Kassian noch, wollte ich ganz gerne drin haben. So, der steht schon gleich Spalier. Kurz in die Taktik, wer ist Kapitän? Riedmüller, ne? Ja. Taktik öffnen, das muss hier mal neu organisiert werden. Spielmacher ist Molly, Sturmtank Aktogan. Erstes Spiel, wird doch mal Zeit langsam, ne? Konterspiel, ne, Abseitsfalle gegen Greifswald. Lattenpressing hier, 40% nach vorne und der Rest lassen wir ja wie gehabt. Das passt. So, Ladies, dann schaut mal, wie wir uns schlagen. Unser erstes Spiel, wird doch mal Zeit. Zweistellig. So, gebt euer Bestes, mal ein bisschen warm werden hier, ein bisschen Spielpraxis kriegen. Auf geht's. Aktogan 1-0. Und das war schon. Das ist nur Greifswald. Aktogan mit einer 1,5. Marienberg. Oh. 2,5 der Tobi. Den kann man ja Maria nennen, ne? Sollen wir den Spitznamen geben? Maria? Kasjanov, wen haben wir denn noch? Und zwar den Dosson will ich sehen in der zweiten Halbzeit. Und ich möchte den Klamit sehen in der zweiten Halbzeit. Den Brinkmann, dies ja auch wieder fleißig Einsätze. Rüdiger, Premiere. Ja, gespannt, ne? Gar nicht groß beachtet, aber wir haben ja schon ein bisschen transferiert, so ist ja nicht. Und die Genti natürlich. So. Ja, wir müssen alle Einsatzzeiten kriegen. Da ist das 2-0, da ist das 3-0. Neustädter Vorlage. Sehr gut. Solides Spiel. Gute Noten. Die, oh, Rüdiger 2,5. Montero 2,5. Neustädter, Marienberg. Brinkmann eine 2,0. Dosson eine 3,0. Und Aktogan und Klamit eine 2,5. Hey. Einwechslungen waren gut. Die Einwechslungen waren alle gut. Sehr schön. Guter Auftakt hier. So, dann noch gegen unsere zweite Mannschaft demnächst. Dann gibt es jetzt den Laktattest, Leute. Also, ja, der große Transfer-Coup wahrscheinlich bleibt aus. Aber warum auch jetzt alles riskieren? Ihr habt gesehen, zur Auswahl standen nicht wirklich sehr viele Spieler, sondern das hielt sich in Grenzen. So, Daily, top. Top. Sehr schön. Vincent, top, plus 3. Sehr schön. Klamit, plus 4. Fitness. Ich mach mal hier, das war schon, ja. Ist auch ein Blödsinn eigentlich. Sollten sie doch alle durchgehen. Wir sind doch alle beim Laktattest gewesen. Müssen doch alle machen. Statusbericht Verletzungen. Okay, 6 Wochen verletzt der Wehmann und wird noch 7 Tage. Sturm Graz interessiert an Josipovic, es ist in Ordnung für uns. Akzeptiert, Kulka ist auch im Team. Da haben wir unsere Jugendabteilung, aber da haben wir mal richtig aufgestockt jetzt hier. Mit richtig jungen Boys. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, Kasjanov sehe ich dies Jahr ehrlich gesagt nicht mehr in der Mannschaft. Den bringe ich dann, ich würde ihn ja ganz gern verkaufen. Wollten wir aber schon letztes Jahr machen. So, wir werden mal sehen, was drin steht, ob was geht. Ja, rumsitzen lassen müssen wir ihn ja auch nicht, ne? Wie gesagt, Marienberg wollen wir da fördern. Wir fördern unsere Jugend.
sind zwar noch nicht erstligareif, aber das wird sich schnell ändern, denke ich. Die sehen nämlich alle top aus. Da ist der Kulka mit 16, der Dosson mit 19, der Klamit mit 17 und der Tobi mit 17. Also das ist ein richtig junger Spieler. Mal gucken, wie die Liga aufräumen. Bin ich gespannt. Natürlich dürfen wir auch dann den Ansatz, ne, also den sportlichen, die sportlichen Forderungen müssen wir dann, oder ja, sportlichen Ziele, tabellenplatztechnisch, müssen wir jetzt ein bisschen korrigieren. Aber ist nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, das ist auch sympathisch hier, wie das läuft mit den Jungs. Wir müssen da Frische noch ein bisschen kriegen. Dann passt das auch alles. Was haben wir denn hier noch? Yo, mit den Spielern sprechen. Geführte Gespräche. Also, ganz wichtig. Wo sind die Neuen? Dosson haben wir schon gequatscht, oder? Kulka. Moment, ich mache das hier über das System. Ich finde das doof hier. Kulka erstmal begrüßen. Herzlich willkommen. Das gleiche gilt eigentlich auch für Klamit. Aber das ging wahrscheinlich über die... Weil er in die zweite Mannschaft reingekommen ist. Leidig. Passt aber auch alles, ne? Gibt im Training alles. Das ist ein Reservist. Aber ist auch wichtig, dass wir so noch einen geholt haben, ne? Für den rechten und linken Verteidigerposition. Zwar... Ja, da spielen wir, natürlich spielen wir dann, wenn Schal oder Vincent ausfällt. Klar kriegen wir das zu spüren, aber das ist ja auch normal in solchen Mannschaften so, ne, dass man nicht jede Position doppelt besetzen kann. Ist nahezu unmöglich. Spielergespräch, das war klasse, Tobi. Wie gesagt, Spielerbilder organisiere ich. Und Smolly, das lief auch ganz gut. Sehr schön. Riedmüller war mal wieder klasse, die Mannschaftsführung, wie immer. Wehmann haben wir ja auch noch da, ne? Mit einer 52, aber den kann ich auch in die zweite packen. Aktion in die Reserve verschieben. Da, der Zug ist abgefahren. So. Ach, Dosson. Dosson. Bin mal gespannt, wie die reinkommen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ne, wie gesagt, noch recht jung, unerfahren, wie das läuft. Ob sie schnell an Stärke gewinnen, ob sie schnell Gas geben können, ob das alles läuft. Wie gesagt, sie sind alles Ergänzungsspieler. Wir werden viele rotieren dieses Jahr. Immer wieder mal einwechseln in den Halbzeitpausen. Oder dann so bei knapp vor 70, ne, dass die immer eine Note kriegen. So wird es ausgehen. Da wird viel rotiert, rochiert und ausgewechselt. Das wird spannend. Wir gehen mal ein Stückchen weiter noch. Lange Folge heute, aber es ist in Ordnung. Kann auch mal ein bisschen länger sein, denn wir gehen mit großen Schritten auf den ersten Spieltag zu. Ja, letztes Jahr war es noch ein bisschen länger, glaube ich. Aber da hatten wir auch die großen Transfers. Oder da brauchten wir auch die Transfers. Dieses Jahr gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir waren auch zwischendrin auch finanziell da richtig eng bestellt. Das war ja richtig schwer dann da. Also wir haben richtig viel Kohle ausgegeben letztes Jahr. Dieses Jahr geht das für mich. Und ich will es gar nicht hören, weil dann kommt dieses komische, wir wollen Störche, irgendwas mit dieses Störche reingeschraube, da das ist total blöd. Kulka, ja, wir spielen jetzt gegen unsere zweite, klar, da müssen wir uns nicht groß vorbereiten, das wird ja ein spaßiges Event für alle, für Fans und Co. Volksfeststimmung in Kiel. Zur Feier der Handballmeisterschaft. So, Montebello, sehr schön. Kein Verein. Kasjanov kriegen wir wahrscheinlich auch nicht mehr unter die Fittiche, glaube ich. Ach, schade eigentlich, ne? Naja, steck's halt nicht drin. Was willst du machen? Was willst du da machen, ne? Es gibt nicht alle Spieler steigen durch oder werden stark, ne? Das ist halt nun mal so. Nicht alle können das abrufen, was man sich wünscht von ihnen. So, ja, würde ich sagen, den Spaß. Was ist denn da los? Was passt ihm denn nicht? Spielern reden, ja, haben wir doch. Ach, Onu, haben noch gar nicht mit Onu gequatscht dieses Jahr, Leute. Ach, hier, super. Wie immer. Mal gucken, wie Onu dieses Jahr abgeht, ne? Da bin ich mal ganz gespannt. Schal, Vincent. Ich habe auch schon überlegt, wegen Tormusik, da würde ich ganz gerne was ändern, aber Einlaufmusik, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da habe ich mich jetzt schon richtig schon in diese
Flug der Karibik-Geschichte mit den Piraten ja, verliebt. Da bin ich ganz in love, was das angeht. Ich finde das ganz toll mit diesen Piraten. Das ist, würde ich ungern ändern. Aber Tormusik, ja, da habe ich mir was zurechtgeschraubt. Oder da schraube ich dann noch so kurz vor knapp, wie immer, zurecht. Das passt. Moment, wen haben wir noch nicht? Montero. Montero und Montebello, das könnte eine geile Kombo werden. Aber da muss Montebello noch ein bisschen ansetzen, finde ich. Bringt man. Wir gucken mal, ob wir uns sportlich dieses Jahr verstärken können. Es wird schwer. Aber ich denke, mit ein bisschen Wettbewerb in der Mannschaft haben. Hast du doch. Ich denke aber mit... Fertig, wir haben alle Gespräche geführt. Ich denke, Moment, Teamhierarchie. Ja, das sieht schon ordentlich aus. Guck mal. Das geht jetzt schon in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Jetzt würde ich mir wünschen, noch so in ein, zwei Jahren, dass der Aktogan da noch hochgeht zu Führungsspieler. Wäre auch toll, wenn der da oben wäre. Aber er hat lang gebraucht, ne? Da haben wir lang gebraucht, bis wir überhaupt mal ansatzweise eine Teamdynamik mal ersichtlich haben hier in der Mannschaft. Wirt, Neustädter, Aktogan, Deli. Das sind so die Eckpfeiler und natürlich der alles überstrahlende Riedmüller. Der ist ja schon in unserer. Wie sagt man da? In der Ahnen-Historie zu finden. Ne, so heißt es nicht. Wo waren das zu finden, diese Finanztitelgewinne? Ich will die. Wie heißen? Ruhmeshalle heißt es. Ach ja, schaut mal an. Das ist ja auch interessant, ne? Ah, dieses Jahr haben wir nicht viel eingenommen oder ausgegeben mehr. Letztes Jahr war teuer. Persönliches Einkommen. Ja, ich habe ja auch noch Geld. Ich könnte das Geld noch sponsoren. Wollt ihr ja immer, dass ich sponsor. Oh, 8,24 Millionen haben wir eingenommen. Letztes Jahr war teuer. Und beide teuren Transfers waren eigentlich für ein A. Dieses Jahr sind wir im Plus. Bis jetzt. Ne? Wichtige Transfers. Pedersen, Farona, Polido und Schöbel. 16-17 war kein wichtiger Transfer. Und was ist das hier? Persönliches Einkommen. Rekorde. Was ist mit Vincent? Was hat denn der? Bester Spieler über 23. Ach, Vincent ist unser Bester, ja? Guck einer an. 74. Freundesliste, da sind sie noch. Troué, Mosley, Lüding, Danseisen, Mancini. Mancini und Troué immer noch auf der Freundesliste. Vielleicht finden wir da nochmal ein Comeback mit denen, ne? Biografie, ja. Karriere, wo waren die? Ruhmeshalle. Ach so, Sprachen sollte ich auch nochmal ab und zu lernen, ne? Was können wir denn jetzt? Englisch, Französisch, Holländisch und jetzt? Lern mal afrikanischen Dialekt. Ne, was macht denn Sinn? Englisch, Französisch, Latein, dann kann man doch alles andere auch, oder? Gibt's gar nicht Latein. Englisch, Französisch, oh, Dänisch, oder? Dänisch. Dänisch wäre doch gut. Dänisch. Direkt Nachbarschaft. Schön. Ansonsten. Als Spielertrainer arbeiten mit 35. Naja, ist klar, ne? Moment. Karriereoptionen. Wo ist denn die Ruhmeshalle? Ich glaube hier, ne? Irgendwo. Erfolge, hier ist die. Da ist die. Wen haben wir denn alles drin? Ach Gott, der Heide haben wir auch drin. Da ist ja schon der Riedmüller. Der Halimi, der Beste. Der Eddie haben wir auch, ne? Der war am Anfang recht stark bei uns, ne? 79 Vereinsspiele. Er hat bloß 50 Vereinsspiele gemacht, aber hat sich in die Herzen geballert. Und hier? 194 Vereinsspiele, der schafft die 300. Oder die 200 schafft er locker. Rossini, 151 Vereinsspiele. Ja, bei ab 100 Vereinsspiele muss man einfach in die Ruhmeshalle. Das ist einfach so. Wird müsste doch auch schon langsam, oder? Soweit sein. Spielerinfo. Karriere. 30. Ach, jetzt sind wir doch hier, Vertrag. Nee, Transfer, hier. 117 Spiele, klar, kannst du in die Ruhmeshalle packen, aber das macht man halt auch nicht mit 22. Ey, der schafft auch die 300, wenn er so weitermacht. Wenn er bei uns bleibt. Ja, das ist ja 9,3 Millionen wert. Für ihn war er noch 7,5 Millionen wert. Ui. Nice. Wirt, Fußballgott. Unser stärkster Spieler, er hat doch eine 76 Grundstärke. Warum wird ein Vincent angegeben als stärkster Spieler?
Ach, über dem Alter wahrscheinlich, ne? Über 23 oder sowas, ne? Kann das sein? Ja, ist ja 27. Ja, wir haben auch doch ein paar alte Spieler schon drin, ne? Hier 27, 26, also 31 und nochmal 31. Wir sind schon erfahren. Smolly ist auch schon 25. Akdogan ist auch schon 25. Wie lange ist der denn schon? Der hat auch schon 100 Spiele bei uns gemacht. Ah ja, 152 Spiele schon gedallert. Wann kam der zu uns? 2012. Von Hamburg. Ja, Hammer, oder? Ey, was hat der alle Spiele gemacht? Letztes Jahr 24 Tore, das Jahr davor 20 Tore. Das Jahr davor 14. Immer gesteigert. Wenn der dieses Jahr 25 Tore macht, dann vielleicht macht er dieser 26, 27 Tore. Mal gucken, was wird. Akdogan, Fußballgott, warum der bloß 3 Sterne hat, das ist für mich unergründlich. Unverständlich. Unnormal. Gut, Ladies. Ich gehe raus. Wir sehen uns. Heute ist Samstag, wenn mich nicht alles täuscht. Morgen die nächste Aufnahmesession auf den Sonntag. Das heißt, wir sehen uns spätestens am Montag. Haltet die Ohren steif. Dann legen wir Gas. Dann geben wir Gas hier zum Schluss noch. Die wichtigen Sachen, Pressekonferenzen und was dann alles so ansteht, die ganzen, das übliche Tête-à-tête mit den Geldgebern gehört ja dazu. Und dann geh mal rein. Dann geht er wieder los. Mit ein bisschen Pipi in der Unterhose. Mein Gott, da freut mich schon drauf. Also dann geht los, mein lieber Schieber. Saison Nummer 8, Holstein Kiel, Ausbildungsverein vom Allerfeinsten. Jetzt mit den Jungstars, mit den Youngstars. Mal gucken, Kulka, Doss und Klamit, Marienberg. Schal gehört auch noch dazu. Boah, sind die spitz. Die sind spitz. Die sind heiß. Wie habe ich letztens gesagt, im Livestream habe ich gesagt, alt wie Frittenfett. Nee. Total geil. Gucken wir mal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dann.